Für Freunde der Presse ist Kaffee umsonst. Da ist ein Mädchen umgebracht worden, habe ich gehört. Wer sagt sowas? Sie, gerade eben. Sonia Baker, eine geschätzte Mitarbeiterin von mir, ist heute früh gestorben. Der Abgeordnete Collins, das ist ein alter Freund von Ihnen, stimmt's? Gute Reporter haben keine Freunde, nur Quellen. Alles klar. Collins soll mit der jungen Frau eine Affäre gehabt haben. Ich will alles über diese Frau wissen. Uns bleiben 8 Stunden. Es gibt 56 Kameras mit 3 Totenwinkeln in der ganzen Anlage. Und Sonia Baker wurde in einem davon ermordet. Tu mir einen Gefallen, Kerl, lass das. Mach die Augen zu, ich check nur schnell das Handy. Machen wir uns gerade strafbar? Nein, das nennt man Spitzenjournalismus. Die Geschosshülsen am Tatort geben keine Aufschlüsse. Das ist die Handschrift eines Profis. Wer profitiert von Sonias Tod? Die Theorie, die wir verfolgen, führt zu einem Konzern, gegen den der Abgeordnete Collins ermittelt. Sie hatte Zugang zu sämtlichen Daten und deshalb musste sie sterben. Das ist eine ausgewachsene Verschwörung. Du musst aus dem Schussfeld raus. Keiner kann mir irgendwas beweisen. Ist Ihnen klar, womit Sie hier gerade drohen? Milliarden von Dollar. Die sind der Zorn Gottes. Es ist vorbei, Kerl. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Egal, welcher Spur man folgt, es wird eine Riesen-Story. Das ist keine Story, es ist ein Fall. Jetzt haben Sie Blut an den Fingern. Glauben Sie im Ernst, Sie könnten das veröffentlichen? Ich hab dir vertraut. Die Presse kann die Sache drehen und wenden, wie es ihr passt. Hilfe! Was meinst du, wie das endet? Das ist ein Sumpf, wie er größer und schlimmer nicht sein kann.